Im 55. Jahr seiner Gründung bringt Bürstner die neue 55 Edition mit besonderem Design und umfangreicher Ausstattung. Auffällig sind die graphitfarben lackierten Fahrerhäuser, das LED-Tagfahrlicht und die Leichtmetallräder in Black-Polish-Optik. Die Aufbautür ist komfortable 70 cm breit. Mit der abgesenkten Eintrittsstufe erleichtert sie den Zugang zum attraktiven Innenraum. Zwei verschiedene 55-Grundrisse ergänzen das Nexo-Programm. Durch zahlreiche Polstervarianten ergeben sich im Wohnraum 44 Kombinationsmöglichkeiten. Für angenehmes Ambiente sorgt auch das Möbeldekor Mora Pine. Das große Dachfenster Skyroof lässt viel Licht in den Innenraum. Es ist leicht zu öffnen und verfügt über ein Fliegen- und Verdunkelungsrollo. Der Grundriss des Nexo T690 55 greift den Trend zu Einzelbetten auf. Unter ihnen liegt eine geräumige Heckgarage, die sich von zwei Seiten be- und entladen lässt. Stilvoll, hochwertige Armaturen und formschöne Designelemente verleihen dem Bad ein exklusives Ambiente. Durch Verschieben des Waschbeckens entsteht Platz zum Duschen. Bei der Kücheneinrichtung freuen sich die Gourmets. Moderne Gaskocher und ein optionaler Backofen erfüllen die Ansprüche von Kochenthusiasten. Zutaten finden genug Platz in dem geräumigen 160 Liter Kühlschrank. Komfort ist auch beim Fahren angesagt. Lederlenkrad, Klimaanlage, Tempomat, Fahrer- und Beifahrer-Airbag gehören ebenso zur Edition-Ausstattung wie ein Navigationsgerät mit integrierter Rückfahrkamera. Serienmäßig geht der Nexo 55 mit dem 2,3 Liter Dieselmotor des Fiat Ducato an den Start. Er leistet 130 PS und erfüllt die Euro 5 Abgasnorm. ESP und ASR sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Der Nexo gehört schon heute zu den meistverkauften Reisemobilen von Bürstner. Mit dem Topmodell T690 55 wird diese Baureihe ihre Erfolgsgeschichte sicher fortsetzen.